Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Präsident Rusform, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Ist mir eine große Ehre. Vielen Dank auch für die Gratulation zum gestrigen Fußballerfolg. Wir geben gerne zu, in Österreich, für Deutschland ist das ja eine Selbstverständlichkeit, weiterzukommen. Bei uns ist es das erste Mal bei einer EM, insofern war es definitiv gestern ein großer Tag. Wir sind auch dankbar, dass das in Deutschland gewürdigt wird. Die Bild-Zeitung hat heute geschrieben, liebe Ösis, willkommen bei den Großen. Es ist schon treffend, denn für uns ist das historisch. Es ist das erste Mal, dass wir in einem Achtelfinale dabei sind. Aber ich würde sagen, der Satz, willkommen bei den Großen, trifft jedenfalls auf die heutige Veranstaltung zu. Herr Präsident, ich freue mich wirklich über die Einladung. Es ist eine Freude, da sein zu dürfen, nachdem die deutsche Industrie, für Sie ist das eine Selbstverständlichkeit, aber die deutsche Industrie ja nicht nur bedeutend ist für Deutschland, sondern Sie sind ja als deutsche Industrie zentral für ganz Europa. Sie sind der wichtigste Partner für uns in Österreich und viele unserer österreichischen Unternehmen sind eng verwoben mit der deutschen Industrie und insofern ist das auch für mich etwas Besonderes, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Wir haben, so wie Deutschland auch, ein sehr herausforderndes Jahr hinter uns. Wir mussten viele Dinge tun, die ich nie tun wollte. Schließungen, massive Freiheitseingriffe und Einschränkungen, die auch wirtschaftlich einen massiven Schaden angerichtet haben. Und umso mehr bin ich froh, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, dass wir öffnen konnten. Wir haben in Österreich Gott sei Dank bei der dritten Welle keinen landesweiten Lockdown mehr durchgeführt. Wir haben Handel, Schulen und anderes in weiten Teilen Österreich geöffnet gehalten und haben durch intensive Testungen, aber auch durch FFP2-Masken geschafft, trotzdem diese dritte Welle relativ gut zu stemmen. Mittlerweile ist alles wieder geöffnet, bis hin zu Großveranstaltungen findet alles wieder statt und das hat auch eine sehr positive, unmittelbare Auswirkung auf unsere Wirtschaft. Die Prognosen werden ähnlich wie in Deutschland laufend nach oben revidiert. Wir rechnen mittlerweile mit einem Wachstum von rund 4% in diesem Jahr und auch die Arbeitslosigkeit ist wieder 5% zurückgegangen. Das reicht uns noch nicht, aber es ist schön zu sehen, dass viele positive Effekte doch etwas schneller eintreten, als wir uns das erwartet hätten. Es ist wahrscheinlich jetzt auch der richtige Moment, ein bisschen im Blick zurück selbstkritisch zu überlegen, was können wir besser machen oder wo müssen wir besser werden. Und es sind drei Bereiche, wo wir hier in Österreich nachschärfen wollen. Das erste Thema ist definitiv das Thema der Krisenresilienz. Auch wenn wir auf die erste Welle der Pandemie sehr schnell reagiert haben, müssen wir, glaube ich, trotzdem zugeben, dass wir allesamt in Europa und auch in Österreich alles andere als vorbereitet auf Krisen sind. Ganz gleich, ob das Cyberattacken, Blackouts oder anderes ist. Ich glaube, wir müssen deutlich besser werden in der Krisenresilienz und das wird einer der Bereiche sein, auf die wir ganz stark fokussieren wollen. Das zweite Thema, die Pandemie hat uns ganz massiv vor Augen geführt, wie notwendig es ist, besser zu werden in der Digitalisierung. Insbesondere in der Digitalisierung an den Schulen, in der Verwaltung haben wir enormen Aufholbedarf und wir werden in den nächsten Jahren dort massiv investieren, um hier aufzuholen, weil uns diese Pandemie das noch einmal deutlicher vor Augen geführt hat. Und zum Dritten glaube ich, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht selbst im Weg stehen. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass es viele Regelungen gibt im Datenschutz, manche Gesetze, teilweise Verfassungsbestimmungen, die alle sicherlich gut gemeint sind, aber dann in der Krise uns oftmals in der Reaktionsfähigkeit auch gehemmt haben. Und auch das ist ein Bereich, wo wir mit entsprechendem Abstand zum Stress der Krise versuchen wollen, etwas besser voranzukommen. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie vielleicht noch ganz kurz den Blick nach vorn zu richten, auf den Herbst, auf die nächsten Monate, auf die Europäische Union. Wir erleben ja gerade, dass sich nicht nur Österreich, Deutschland und viele andere europäische Länder Gott sei Dank erholen, dass wir öffnen, dass wir zur Normalität zurückkehren, sondern wenn wir ehrlich sind, erleben wir, dass Großbritannien, die USA, China mit enormen Wachstumszahlen eigentlich sehr, sehr schnell, teilweise schneller als wir, wieder
aus dieser Pandemie herauskommen. Und daher vielleicht noch drei ganz schnelle Gedanken zur europäischen Ebene und wo wir uns als Österreich in die europäische Debatte im Herbst ganz stark einbringen wollen. Das ist zum Ersten, ich glaube, wir sollten auf europäischer Ebene nachschärfen, was unseren Anspruch betrifft. Wir diskutieren über unzählige Dinge, aber das Thema Wettbewerbsfähigkeit, das findet in den Debatten oftmals nicht statt. Und ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, was wichtig ist, die Gesundheit, aber auch einen Arbeitsplatz zu haben, als Familie für sich selbst sorgen zu können, ein Einkommen zu beziehen. All das ist wichtig, ist wesentlich und all das gibt es ohne ein wettbewerbsfähiges Europa nicht. Und daher glaube ich, dass eine große Lehre aus der Pandemie sein muss und auch wenn wir uns die Entwicklung in anderen Teilen der Welt anschauen, dann ist es doch, dass wir den Anspruch haben müssen, erfolgreich zu sein und dass das Thema Wettbewerbsfähigkeit aus unserer Sicht zumindest auf europäischer Ebene noch wesentlich zentraler im Mittelpunkt der Debatte sein sollte. Und wir werden versuchen, diesen Gedanken auch einzubringen. Zum Zweiten, und ich glaube, das eint uns, wir sind überzeugt davon, dass wir den Binnenmarkt, insbesondere den digitalen Binnenmarkt, stärken müssen. Es hat die Pandemie, die Grenzschließungen, teilweise auch die Einschränkung der Lieferketten gezeigt, wie wesentlich der Binnenmarkt ist. Und ich glaube, nachdem auch der Wirtschaftsminister vorher vom Binnenmarkt der USA gerade gesprochen hat mit über 300 Millionen Menschen, das ist ein großer Binnenmarkt. In Europa könnten wir einen starken, auch digitalen Binnenmarkt von 450 Millionen Menschen anbieten, wenn es gelingt, hier die Regelungen noch etwas mehr zu vereinheitlichen. Nicht mit dem Ziel, mehr Regelungen zu schaffen, sondern weniger einfach und einheitlich. Und ich glaube, gerade der digitale Binnenmarkt ist eine Riesenchance, wenn es uns gelingt, diesen auch entsprechend zu vollenden. Und zum Dritten und abschließend das große Thema des Klimaschutzes. Selbstverständlich bekennen wir uns als Republik Österreich zu allen Zielen, die wir uns gemeinsam gesetzt haben. Wir haben in Österreich ganz ambitionierte Ziele. Aber was wir einfordern werden, auch in der europäischen Debatte, ist, dass alle Ziele des Klimaschutzes immer in Einklang gebracht werden müssen mit der Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen aus unserer Sicht zumindest technologieneutral agieren. Wir müssen von anderen Teilen der Welt einfordern, dass Standards, die wir in Europa festlegen, genauso eingehalten werden, weil wir sonst eine Verzerrung des Wettbewerbs schaffen. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass insbesondere für energieintensive Branchen Lösungen gefunden werden. Alles andere kann am Ende des Tages nur gut gemeint sein, aber es wird im Ergebnis nicht gut sein, denn wir alle haben nichts davon, wenn nicht nur die Emissionen in andere Teile der Welt abwandern, sondern mit den Emissionen auch gleich die Unternehmen mit. Und in diesem Sinne ein volles Bekenntnis zur Notwendigkeit des Klimaschutzes und zu einem respektvollen Umgang mit Umwelt und Schöpfung, aber gleichzeitig das massive Einfordern, dass das alles nur funktionieren kann, wenn es immer auch im Einklang mit unserer Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen Notwendigkeiten auf unserem Kontinent und der Europäischen Union gedacht wird. Das wird eine harte Debatte auf europäischer Ebene werden. Ich glaube, diese Debatte wird auch in vielen Mitgliedstaaten geführt werden, aber ich glaube, dass es eine ganz wegweisende und intensive und notwendige Debatte sein wird, in die wir uns auch als kleines Land, als Republik Österreich einbringen wollen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, diese und andere Themen mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Vielen Dank.